Die Aare. Auch im Jahre 1894 fließt sie ruhig und beständig dahin. In dieser Zeit vor 125 Jahren herrscht hier im Oberaargau, wie fast überall in Europa, ein enormer Fortschrittsdrang. Die Idee, mit dem Fluss Energie zu gewinnen, öffnet damals einer ganzen Region das Tor zur Moderne. Siemens und Halske gibt den Startschuss. Das Unternehmen aus Berlin erwirbt 1894 die Konzession zur Nutzung der Wasserkraft und fängt im selben Jahr mit dem Bau des ersten Flusskraftwerks der Schweiz an. Und nur 14 Monate später, am 23. Januar 1896 um 6 Uhr abends, ist es dann soweit. In dem beschaulichen Städtchen Langenthal brennt zum ersten Mal elektrisches Licht. Seitdem hat sich in der Region viel getan. Und das Oberaargau ist zu einem florierenden Industriestandort geworden. Nicht zuletzt durch die Energie aus dem Flusskraftwerk Wienau. Bei uns im Wasserkraftwerk Wienau ist in den letzten 125 Jahren viel gegangen. Wir sind ständig dran, das Kraftwerk zu erneuern, zu verbessern und auszubauen. Die alte Maschinenhalle ist inzwischen leer und dient als Lagerraum. Zusammen mit dem Kraftwerk Schwarzhäusern wird die ganze Anlage der BKW betrieben. Das ganze Kraftwerk ist heutzutage digitalisiert und kann eigentlich ohne Personal betrieben werden. Der Erfindergeist und die Kraft des fließenden Wassers haben diese Gegend verändert. Nur die schöne Aare nicht. Sie fließt weiter Richtung Naturschutzgebiet Aareknie. Genauso gemächlich wie damals vor 125 Jahren.